Hallo und willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. Wir haben immer noch zu viele Baustellen und kommen deswegen nicht ordentlich voran, aber es geht langsam aber sicher in die richtige Richtung. Stimmt, wir hatten einen Piratenhändler und sobald Cross hier fertig ist, werden wir den mal anfunken. Artilleriegeschosse, einfache Armprothese, Bier. Schade, dass wir davon nicht mehr haben. Das ist immer noch derselbe, mit dem wir eben schon geredet hatten. Okay. Dann, wie sieht es hier aus? Hier wird immer noch ausgebaut. Aber das dürfte auch nicht mehr zu lange dauern. Wir haben immer noch reichlich Granit übrig. Das ist gut. Aber hätte er nicht auf dem Weg schon mal was mitbringen können? Oh, noch ein Handelsschiff. Na, lass den Stahl mal von wem anders tragen. Das Lager wird auch schon wieder verdächtig voll. Medizin. Viel, naja, viel ist es nicht, aber teuer ist es in jedem Fall. Stoff behalten wir erstmal. So, brauchen wir von dem Zeug hier irgendwas? Nee. Aber das Geld können wir ganz gut gebrauchen. Und früher oder später wird irgendjemand hier die letzten paar Sachen fertig bauen und dann können wir natürlich die Batterien einsetzen. Ach, hier müssen noch Kabel verlegt werden. Okay. Gut, auch darauf müssen wir dann noch warten. Noch ein Handelsschiff. Das müsste der jetzt sein. Hat aber auch nichts von Interesse für uns. Naja, Mangel haben wir nicht, das können wir schon mal feststellen. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Dann. Ein Dach. Hier. Mhm.
Lass das Zeug ruhig da liegen, das ist mir relativ egal. Den brauchen wir auch nicht mehr, benutzt eh keiner. Dann sind wir auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. Hier wächst auch alles, seit wir die Zahl der Hühner wieder ein bisschen reduziert haben. Sehr schön. Dann bleibt nicht mehr viel zum Forschen übrig. Brocken hatten wir ja auch eingestellt. Ich wollte nur sicher gehen. Naja, scheint ja zu passen. Ah, okay. Jetzt fällt mir ein, wo der Haken an dieser Sache war. Weil theoretisch könnte hier ja auch Hopfen eingelagert werden. Kriege ich die jetzt alle ausgewählt? Sonst kommt am Ende noch einer auf die Idee, da Hopfen drauf zu stellen, was ja gar nicht so prickelnd wäre. Was ist da wohl abgestürzt? Fleisch. Bumalupenfleisch. Das ist nicht schlecht. Also es ist nicht schlecht für uns, dass es abgestürzt ist. Lassen wir sie direkt den Schieferbrocken mitnehmen, wenn sie eh in die Richtung unterwegs ist. So.
Eigentlich müssten wir hier eine Mauer rumziehen, sodass hier keiner ist egal. Wer so blöd ist, unsere Kolonie anzugreifen, der verdient das Gewitter, das ihm dann entgegenschlägt. So, hier sieht alles soweit fertig aus. Dann Strukturen. Wir haben jede Menge Granit. Also bauen wir das aus Granit. Granitautotüren, Granitwand. Gut. Was da? Schredder. Was haben wir denn jetzt alles Schönes? Okay, na, ist eine ganz nette Sache. Sieht ziemlich mittig aus. Hier noch eins. Gut. Da fällt mir noch was ein. Für tierische Feinde, die grundsätzlich was zum Angreifen suchen, damit die hier tatsächlich was zu tun haben. Damit sich keiner gegen die Schießscharten lehnt und die gegen die Geschütztürme einsetzt. Und nach hinten machen wir die ganzen Geschichten dann ja auch wieder zu. So. Lassen diesmal ein bisschen mehr Platz. So. Nach
hinten machen wir das Ganze zu. Okay, das Ding ist 2x2. Ach nee, das ist ein improvisierter Schild, den wollte ich gar nicht. Das sieht mal beeindruckend aus. Und das wird eine Menge Stahl fressen, aber darin können wir uns halbwegs sicher fühlen. Und niemand wird sich hier sicher fühlen, der versucht, auf der Rückseite reinzukommen. Und von vorne sowieso keine Chance. Dann. Ersetzen wir durch Schieferplatten. Davon haben wir auch noch genug. Die ermöglichen unseren Leuten möglichst schnell von einem Punkt zum nächsten hier zu laufen. Hier kommen ebenfalls nochmal Sandsäcke hin. Wer immer so blöd ist, sich die Mühe zu machen, hier reinzustürmen, der soll es auch ordentlich bezahlen. Schön, dann langsam macht es keinen Unterschied mehr. Da betrinkt sich mal wieder einer. Aber das ist schon in Ordnung. Zwar ist es in der Wüste ein bisschen zu wüst, um hier Großbrände auszulösen, aber
Wenn wir zu viel Schiefer haben, werden wir die natürlich auch verwenden. So. Damit müssten wir die Leute jetzt erstmal beschäftigt halten können. Die können wir schon mal deinstallieren. Können wir auch reißen. Den lassen wir erstmal stehen. Brauerei lassen wir auch stehen. Kein Träger, aber er trägt das ganze Zeug bis in die Küche. Naja, wenigstens haben wir keinen Platzmangel. Technisch wäre es ja möglich, dass sich hier irgendwann einer durch die Wand gräbt. Wenn er das tut, wünschen wir ihm viel Spaß dabei. Es wird ihm nicht viel bringen. Ein Greydale Defense Tanker. Brauchen wir den momentan eigentlich nicht. Wobei, funk mal den mal an, wenn wir dem Nahrungsmittel verkaufen können. Ich vergesse natürlich immer wieder, wem wir davon von Nahrungsmittel verkaufen können. Gut, ihm können wir welche verkaufen. Aha, Reichweite 40 nehmen wir. Hier, schlechter Preis, Hopfen geht. Marmorblöcke könnten wir von ihm kaufen, aber wozu? Hochgradigen Stahl, normalen Stahl hätte er, den kaufen wir. Beton hat er keinen. Uran kaufen wir, haben wir nämlich selber noch keins. Kupfer, Plaststahl, bin ich eher etwas vorsichtig. Panzerschildkrötenleder. Wir haben aber unsere Panzerschildkröten noch, ne? Ja. Dann Mais, Beeren. ...1277 verkaufen wir. Dann Kartoffeln 214. 75 und ach, was einfacher.
Mais, 2230. So viel Mais haben wir gar nicht im Lager angezeigt. Wahrscheinlich, weil der außerhalb der Funkboje liegt. Reis, 1066. So. Dann haben wir immer noch Agavenfrucht darum liegen. Die Milch geben wir auch weg. Heu behalten wir. Von dem Stoff können wir locker mal wieder 1562 verkaufen. Fertig. Nicht nur ist unser Nahrungslager jetzt angemessen leerer, schlachte die doch einfach alle. Es geht wesentlich effizienter, wenn du stapelst. So. Ja, ein grobes Drittel steht schon mal. Ohne die Geschütztürme. Eigentlich wollten wir hier mal was herstellen. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn wir die Anlage nicht mehr brauchen. Die Brauerei können wir hier eigentlich so offen dran lassen. Das ist erstmal kein Problem. Strom haben wir jetzt momentan erstmal eine ordentliche Überproduktion. Boah, wir haben aber auch mit dem einen Pecher. Wäre der uns denn nützlich? Ziemlich. Gut, er wäre habgierig, aber das ignorieren wir einfach. Landwirtschaft, naja, grüner Daumen hat er. Wow, die sind aber... Und es ist Maymay, das dachte ich mir sogar schon. Liegt das DMR noch hier draußen irgendwo rum? Ich vergesse es die ganze Zeit. Wir haben einen super geilen Inventar-Tab, über den wir hier an sowas rankommen. Ausgerüstet 2, verfügbar 1. Na, wir können uns alles angucken, was wir im Inventar liegen haben. Aber jedes Mal vergesse ich das wieder. Also angeblich müsste sich das Ding hier befinden. Ist es das? Nein, das ist ein Light Support Weapon. Das ist ein DMR. Willkommen an Bord. Du arbeitest wie alle bis zum Umfallen. Wenn du dann umgefallen bist... So, als Tierpfleger, okay, dich setzen wir mal als Tierpfleger aus. Hab doch, als Jäger kannst du arbeiten. Wobei, nee, ernsthaft?
Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet natürlich auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Links zum Spiel und zu den Mods findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.